Es ist nichts. Mit deinem Befund ist alles in Ordnung. Mach dir bitte keine Sorgen. Und du lügst mich wirklich nicht an? Nein. Aber ich sehe doch, dass du mir irgendwas verheimlichst. Es ist nur... Für mich ist es eben auch nicht alles... Nicht alles so einfach, weil... Dass es noch so lange dauert, bis du wieder gesund wirst, das ist für mich eine Belastung. Und ich möchte doch beistehen. Aber manchmal komme ich mir eben so verdammt hilflos vor. Und als du eben wieder Nasenbluten bekommen hast... Deswegen wollte ich auch, dass du in ein Krankenhaus gehst. Wahrscheinlich bin ich einfach nicht so stark, wie ich gedacht habe. Quatsch. Ich frage mich auch ständig, ob ich stark genug bin, das Ganze durchzustehen. Das bist du. Ganz bestimmt. Ja, jetzt, wo ich diesen positiven Befund habe, glaube ich zum ersten Mal daran, dass alles wieder gut wird. Das glaube ich auch. Und ich bin froh, dass du nach der harten letzten Woche, dass du deinen Optimismus wieder hast. Mann, ich bin so wehleidig. Du musst mir Mut machen. Das kommt nicht wieder vor, versprochen. Bitte sehr. Die dürfen es gerne behalten. Eine schöne Wanderung morgen. Dankeschön. Wiederschauen. Ah, Xaver. Du hast es wieder mal geschafft, ja? Man muss fast sagen, Kompliment. Worum geht's jetzt? Ach, wissen Sie das noch gar nicht? Ihre Freundin hat den Brief doch nicht abgeschickt. Sie sind anscheinend noch mal davongekommen. Wie, welchen von den Briefen? Na ja, den einen halt. Der Max war schon unterwegs zur Post, da hat sie ihn noch mal rausgefischt. Das kann doch nicht wahr sein, Leute. Echt jetzt. Was, ist das jetzt auch wieder nicht recht, oder was? Also, ich bin unschuldig. Aber Xaver, niemals den Überblick verlieren. Sonst wird es am Ende noch chaotisch, gell? Max? Das heißt also, die von Krundorfs bekommen Carlas Brief, nicht dafür aber deinen. Entschuldigung, aber das ist echt komisch. Ja, schön, dass du drüber lachen kannst. Ja, du wolltest dir nicht die Wahrheit sagen. Also gut, lass mal überlegen. Na, vielleicht öffnen die den ja gar nicht oder die zerreißen den einfach direkt, oder? Die werden neugierig und kommen hier hin. Ja, wissen die denn überhaupt, wo sie hin müssen? Wann hast du einen Absender drauf geschrieben? Du hast recht. Das habe ich natürlich nicht gemacht. Ja, dann kann ja nichts mehr schief gehen. Ich bin ein echter Profi, vergiss es nicht. Ein Anfänger hätte wahrscheinlich das Fürstenhofbriefpapier genommen. Nee. Wie, jetzt sag nicht, du hast das Papier aus der Suite genommen. Oh, nee. Hallo, André. Ich muss mit dir reden. Ich hab zu tun. Komm, du sei doch nicht so stur. Mir leid, dass ich gestern vor Silvia so schlecht über dich gesprochen habe. So. Es tut dir leid. Du weißt genau, es war nicht so gemeint. Warum glaubst du wohl, Willi, dass du weiter hier arbeitest? Das hast du doch gesagt. Weil du zu gutmütig bist, zu einem verurteilten Verbrecher. Jetzt hör doch endlich damit auf. Weswegen denn? Weil wir zusammenhalten müssen, als Brüder, als Familie. Warum spart dir das Gesülze? Ich dachte, du hättest dich geändert, aber du wirst immer der nachtragende, verbohrte Gockel bleiben. Mein Gott, nochmal, ich war sauer, weil du dich Silvia gegenüber so provozierend benommen hast. Ja, aus gutem Grund. Ich wollte dir ein bisschen auf den Zahn fühlen, um dir zu helfen. André, das war und ist wirklich nicht nötig. Weißt du, dass du einer Fremden so vertrauen kannst, aber deinem eigenen Bruder... Ach. Silvia ist keine Fremde für mich. Ich liebe diese Frau. Daran wirst du nichts ändern. Über alles andere können wir jederzeit reden. Immer und jederzeit. Mein Gott, nochmal. Wofür sind wir denn Brüder? Na komm,
André Frieden. Genau. Ja, das sind Sie richtig, Herzog von Krondorf. Ein Prinz von Krondorf? Nein, der ist im Fürstenhof nicht abgestiegen. Ja, ja, Sie können sich auf mich verlassen. Ich weiß genau, wer in unserem Haus wohnt und wer nicht. Mhm. Ich stehe vorm Computer, aber einen Herrn von Krondorf habe ich nicht im System. Nein? Ja, vielleicht ein dummer Scherz? Ja, ganz recht, ein sehr dummer Scherz. Mit dem Brief? Ich glaube, den können Sie einfach zerreißen. Ja. Wie bitte? Ach, Sie würden gerne mal ein paar Tage zu uns kommen. Ja, da würden wir uns natürlich sehr freuen. Moment, dann schaue ich gleich einmal nach. Ja, da schaut es jetzt im Moment ganz schlecht aus. Wir sind komplett ausgebucht und unsere Suiten sind die ganze nächste Zeit belegt. Ja, tut mir leid, Herr von Krondorf, aber vielleicht ein anderes Mal. Wir würden uns wirklich freuen. Ja. Vielen Dank, einen schönen Tag noch. Auf Wiederhören. Sie, Herr Sonnenbichler, Sie sind der Beste. Und das habe ich immer gesagt. Sie sind der Allerbeste. Und ich sage Ihnen jetzt was. Das ist das allerletzte Mal, dass ich Ihnen aus der Patsche helfe. Sehr schön, Herr Sörens. Sie haben Ihre 5 Kilometer geschafft. Glückwunsch. Mmh, Vitamine. Wie schön. Alles okay? Gibt Stress mit seiner Hoheit, Prinz Xaver, dem Sohn zu finden. Wieso? Könnte doch sein, dass Sie seine Eltern schon gemeldet haben. Wie kommst du denn jetzt darauf? Das ist die Sache, die du mir nicht verraten wolltest. Welche Sache? Na, diese Schnapsidee, den echten von Krondorf einen Brief zu schreiben. Das ist das ominöse Geheimnis von Frau Müller gewesen. Sie hat mir von der Idee erzählt und ich gebe zu, ich habe sie nicht gerade davon abgehalten. Du bist unmöglich. Wieso mischst du dich da ein? Findest du es in Ordnung, wie der Typ seine Freundin belügt? Sag mal, ist dir überhaupt klar, was passiert, wenn diese echten von Krondorf plötzlich auf der Matte stehen? Ja, dann ist endlich Schluss mit dieser elenden Lügerei. Dein Xaver will mir noch dankbar dafür sein. Wofür? Du zerstörst gerade seine Beziehung. Verstehst du das nicht? Er und Carla lieben sich. Dann soll er aufhören zu lügen. Ab jetzt hältst du dich bitte aus der Sache raus, okay? Wenn dir das so wichtig ist. So allein? Ich wollte eigentlich was essen, aber es ist keiner da. Ach, der Kollege kommt sicher gleich. Ist gut. Soll ich Ihnen was machen? Was möchten Sie denn? Haben Sie Grießbrei? Mit Zimt und Zucker? Ja, natürlich. Das hört sich aber sehr nach Kummeressen an. Na, habe ich recht? Ich bin noch mit meinem Freund hier. Mit dem Herrn von Krondorf, ja. Wissen Sie, ich liebe ihn wirklich. Er ist der Mann, mit dem ich mein Leben verbringen will. Und ich glaube, er liebt mich auch. Ja, wo ist denn das Problem? Setzen Sie sich doch. Er will mich einfach nicht seinen Eltern vorstellen. Tja, da wird wohl der junge Mann irgendeinen Grund haben. Das mag sein, aber welchen? Wissen Sie, Sie dürfen das nicht so persönlich nehmen. Wenn Männer verliebt sind, dann machen sie die verrücktesten Sachen, um den Frauen zu gefallen. Wenn ich da an meinen Mann denke,
Darum geht es gar nicht. Die Frage ist nicht, ob er mir gefallen will, sondern was er für ein Problem mit mir hat. Ja, das verstehe ich jetzt nicht. Ich glaube, er schämt sich für mich. Oh nein, aber ganz bestimmt nicht. Doch, ganz sicher. Er hat mir erzählt, er hatte schon mal eine Freundin. Die war bürgerliche und... Ja. Da sind seine Eltern total ausgeflippt. Jetzt hat er keine Lust mehr, das nochmal zu erleben.